Oder es gibt das Gerücht um, dass die Muslimbruderschaft Terroristen sei. Was sagst du dazu? Ja, das ist eine gute Frage, weil dieses Verständnis wird momentan von den größten Terroristen überhaupt verbreitet. Von denjenigen, die an einem Tag mindestens 625 friedliche Demonstranten dem Erdboden gleich gemacht haben. Und Al Jazeera hat Bilder, wie sich Armeeangehörige auf dem Dach umziehen als Zivilisten. Al Jazeera hat Bilder aufgenommen. Damit sie das dann, dann behaupten die Medien, die mit denen zusammenarbeiten, ja, die Muslimbrüder, die haben sich selber umgebracht, um das der Armee in die Schuhe zu schieben. Wie kann man so einen dummen Schwachsinn erzählen? Die Muslimbrüder haben die Medien gar nicht in der Hand. Was sollen sie davon haben, so etwas zu tun? Sie können dieses Gerücht gar nicht verbreiten, weil sie die Medien nicht in der Hand haben und weil schon gewisse Fernsehsender von ihnen zugemacht worden sind, weil dort ja in dem Unrechtsstaat unter diesen Tyrannen Meinungsfreiheit herrscht. Das ist die Meinung, das heißt Meinungsfreiheit, Schwachsinn zu labern und Lügen zu erzählen. Aber warum werden die Sender zugemacht? Weil man nicht will, dass die Wahrheit rauskommt. Warum werden Journalisten von Sky News erschossen? Weil man nicht will, dass die Wahrheit rauskommt. Weil sie sonst sagen würden, hier kommen Leute und die schießen Muslimbrüder in den Hinterkopf rein. Soldaten schießen denen in die Brust rein. Soldaten. Und das ist rausgekommen. Sie haben, verstehst du, der Zug ist schon abgefahren, aber das sind solche Heuchler, die sich immer noch trauen, weiter zu lügen. Das ist das Problem. So. Das heißt, was ist hier Terrorist? Man muss sich die Frage stellen, in der Zeit, wo die Muslimbrüder sozusagen regiert haben, obwohl ich sage immer wieder, die haben nicht regiert, die haben noch nie regiert, sondern die waren eine Scheinregierung. Weil man muss verstehen, das verstehen auch einige Brüder nicht, die Welt ist keine Frittenbude. Das heißt, es heißt nicht, weil du ein Parlament stellst oder weil du der Präsident bist, dass du wirklich regierst. Heutzutage spielen so viele Faktoren eine Rolle. Das heißt, die Wirtschaft, die Armee, die Polizei, die Medien, alles drum und dran. Und all diese wichtigen Schlüsselpunkte, sage ich mal, waren nicht in der Hand der Muslimbruderschaft. So, die Muslimbrüder haben versucht, Einfluss zu gewinnen. Als sie versucht haben, Einfluss zu gewinnen, hat man gesagt, ah, guck mal, die wollen neuer Pharao werden, wie Mubarak vorher. Man hat den Menschen Angst gemacht. Dann hat man Verbrecher arrangiert, die irgendwelche Leute zusammenschlagen, umbringen, ausrauben. Man hat gesagt, das waren die Muslimbrüder. Die ganze Zeit. Was haben die Muslimbrüder von? Ich kenne die Muslimbrüder, ich bin kein Muslimbruder. Im Gegenteil, ich stehe der Organisation in vielen Punkten kritisch gegenüber. Aber es geht um Gerechtigkeit. Ich könnte jetzt auch hier stehen, ja, nein, nein, ich distanziere mich. Also das sind ganz radikal und ganz böse und da wollen wir nichts mit zu tun haben und ich habe meine Ruhe. Ich könnte jetzt sagen, ja, was habe ich mit denen zu tun? Ich bin doch gar nicht von der Muslimbruderschaft. Ich könnte jetzt sagen, das sind radikale Terroristen und ja, die haben Kirchen angezündet und ich will mit denen nichts zu tun haben. Also wir distanzieren uns davon, weil jetzt, die sind ja in den Medien. Aber sind wir nicht. Sondern wir stehen unseren Brüdern bei, wenn ihnen Ungerecht geschieht. Und hier ist Fakt, dass Lügen über sie erzählt werden. Und das haben sogar einige christliche oder Nicht-Muslime festgestellt. Dass zum Beispiel Anschläge auf Kirchen immer wieder von Mubarak-Volksleuten organisiert wurden, um es danach den sogenannten Islamisten in die Schuhe zu schieben. Kein Islamist hat Interesse daran, eine Kirche in die Luft zu jagen. Ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Wir mögen das Christentum nicht. Wir sind ehrlich, wir sind keine Heuchler. Wir mögen diese Religion nicht, wir mögen auch keine Kirchen. Aber der Islam befiehlt uns, hier tolerant zu sein, das zu dulden. Tolerant kommt von dem lateinischen Wort tolerare, man muss es dulden. Das heißt, selbst wenn dir die Kirche nicht gefällt, ich kann nicht dahin gehen und die Kirche in die Luft jagen. Das ist die Religionsfreiheit, die der Islam garantiert in einem Scharia-Staat. Und alles andere sind Lügen. Man kann zu den Büchern zurückgehen, der großen Gelehrten, der Firma Wahib, man wird es sehen.
das heißt der vier Rechtsschulen des Islams. Das heißt, all diese Vorwürfe sind alles Lügen. Und das sieht man auch daran, weil sie den Muslimbrüdern doch gar nicht helfen können. Was soll es den Muslimbrüdern helfen, wenn sie beispielsweise eine Kirche in die Luft jagen? Natürlich, was durchaus passieren kann, ist, dass es jemanden gibt, einen Muslim, der aus Emotionalität heraus beispielsweise eine Kirche angreift. Aber es ist ein riesengroßer Unterschied, weil wir müssen nach dem Rechtsstaat gehen. Und damit meine ich auch der Maßstab, den die Scharia hat. Ich kann nicht die Organisation der Muslimbrüder verantwortlich machen, wenn es einen Muslim gibt, der losgelöst von der Muslimbruderschaft eine Kirche anzündet, wenn es das ist. Aber wie gesagt, ich gehe davon aus, dass dies gar nicht so ist, denn die haben momentan ganz andere Probleme, als irgendwelche Kirchen anzuzünden. Die wurden heute in einer Moschee in Kairo gefangen gehalten, eingezingelt. Das kann man bei Al Jazeera sehen. Und draußen standen alle möglichen Verbrecher mit Knüppeln, denen man erzählt hat, das sind ja Terroristen. Und wenn einer rausgekommen ist, haben sie den zusammengeschlagen und die Polizei steht daneben. Wer sind die Assis? Ach, ey, Bruder, man muss doch nur eins und eins zusammenziehen. Stell dir mal vor, in Deutschland, ja, von wegen Rechtsstaat, organisiert sich ein Mob, ja, und schließt uns um die Moschee ein. Und dann kommt einer raus und dann schlagen die auf den Raum und die Polizei steht daneben, schlägt noch mit drauf. Was passiert? Die Polizei hat nachher in die Moschee Tränengas reingeschossen. Das waren Frauen drin, Kinder drin, Männer drin. Ach, du siehst es auf Al Jazeera, da die telefonieren mit Leuten, die in der Moschee drin sind. Man sieht die Bilder dort drin. Leute, die Angst haben, weil draußen ein ganzer Mob von wahnsinnig geworden und durch die Medien steht. Die Medien sagen, das sind Terroristen. Dann erzählen die denen, ja, die schießen aus der Moschee raus. Ach, die sind froh, wenn sie da überleben. Und draußen steht der Mob mit Knüppeln, mit allem drum und dran. Und wenn einer rauskommt, die Polizei hilft. Dann schießt die Polizei Tränengas in die Moschee rein. Die Leute kommen raus und der Mob haut die zusammen. Das ist Rechtsstaat, das ist Demokratie. Mashallah, was wolltest du sagen, Bruder? Die geben noch nicht mal die Leichen frei zur Beerdigung, bis die Hinterbliebenen oder Verwandten dafür unterschreiben, dass die sich selbst ermordet haben, Selbstmord gemacht haben. Ja. Genau, das sind zum Beispiel die Interviews, ja? Die geben die Leichen nicht frei. Deswegen, die richtigen Schätzungen sind, dass mittlerweile 5000 Leute getötet wurden. Achi, Morsi war doch so ein Terrorist. Warum sind in seiner Zeit nicht die Leute mit Knüppeln auf die Demonstranten losgegangen? Sondern warum ist Morsi aus dem Präsidentenpalast rausgegangen, als die asozialen Morsi-Gegner, ja, den Präsidentenpalast stürmen wollten? Warum? Weil er immer den Frieden gesucht hat. Das ist Fakt. Fakt. Warum sind in der Zeit von Mubarak in diesen ganzen Tagen, wie viele Tage waren das? 17? Weiß ich jetzt nicht genau. 800 Leute getötet worden. Wie viele Leute sind bei dem Putsch gegen Mohammed Morsi zu Tode gekommen? Von den Morsi-Gegnern? So gut wie keiner. Sondern Morsi-Anhänger, die für ihn friedlich demonstriert haben, die extra auf Anweisung der Muslimbruderschaft nicht zum Maidan Tahrir gegangen sind, zum Platz der Freiheit, zum Platz des Tahrir, sondern zu Rabi al-Adawiyya und zu Jami al-Qahira. Ja? Die sind extra dorthin gegangen, damit es nicht zu den Konflikten kommt. Ja, in einigen Zeitungen in Deutschland hast du gelesen, dass Leute auf die Dächer gestiegen sind und haben auf die Morsi-Anhänger geschossen. Ja, und dann steht in Deutschland Zusammenstöße zwischen Morsi-Anhängern und Morsi-Gegnern. Zusammenstöße? Da sind Leute auf Dächer gestiegen, haben geschossen. Welche Zusammenstöße? Da siehst du ein Ikhwan-Muslimin filmt einen Soldaten, der auf dem Dach ist und nur schießt. Und dann sieht dieser Soldat ihn und dreht sich um, pam! Und er schießt diesen Mann aus dem Drehreflex heraus. Ist das ein ausgebildeter Soldat? Das sind Videos, die du findest. Videos, die du findest. Das heißt, hier, die Terroristen ist die Armee Ägyptens und die Polizei. Ach, es ist, du weißt, was ein schlimmes Gefühl ist, wenn du in einem Land lebst, wo die, vor denen du Angst haben musst, die sind, vor denen man eigentlich Schutz sucht, bei denen man eigentlich Schutz sucht. Das ist ein sehr schlimmes Gefühl. Stehst du, Bruder, in Ägypten, weil wenn ein Verbrecher zu dir kommt, der will dich ausrauben mit einem Messer oder mit einer Pistole, du kannst dich irgendwo selber wehren.
Auch. Aber was nützt es, wenn ein Polizist zu dir kommt, nimmt dich gefangen, schnappt dich, nimmt dich mit zu Amne Dola, hält dir den Elektroschocker an die Genitalien, so wie sie das dort jahrzehntelang gemacht haben. Das ist Nummer eins im Klären. Und dann gibt es dann, und dann haben sie Leuten in Guantanamo gesagt, Ägypten, ja, haben sie gesagt, wenn ihr hier Probleme macht, schicken wir euch nach Ägypten, dann kommt ihr zu Amne Dola. Das heißt, weil es schlimmer ist als Guantanamo. Die sind bekannt dafür, weltweit. Ja, die sind bekannt weltweit dafür. So, das heißt, die Sache ist ganz klar und deutlich, hier werden die Augen verschlossen vor einem Unrechtsregime, das mit aller Macht versucht, die Ikhwan-Muslimin zu Terroristen abzustempeln, was nicht der Wahrheit entspricht. Ja, das sind alles Lügen. Die wahren Terroristen sind Abdul Fattah Sisi und seine Mujrimun, die um ihn herum sind. Und leider gibt es so viele Dummköpfe dort, die sich von irgendwelchen Lügenbaronen wie Amru Adib und diese ganzen Heuchler, diese ganzen Munafikun beeinflussen lassen. Ja. Amru Adib, der hat 2009, wo Marwa Shabini gestorben ist, weil er so einen Hass auf Islam hat, hat er ein Bild von mir gezeigt und hat gesagt, hier, das ist der Mörder, Pierre Vogel. Ja, Pierre Vogel hat er nicht gesagt, aber hier haben wir ein Bild vom Mörder, damit die Leute wieder sehen, hier die Bärtigen. Verstehst du? Im Unterbewusstsein die Leute beeinflussen. So wird den Leuten Angst eingeredet. Das heißt, wir wissen, wer die Terroristen sind. Die Terroristen, die werden von Amerika mit 1,3 Milliarden jährlich unterstützt.